Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012 im Koop mit dem lieben Muschern. Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum Rennen im Fürstentum von Monaco. Doppelpole für Ferrari? Ja, ein absolutes Chaos wird das enden. Das einzige Chaos wird sein, ich hoffe, der Vettel überholt jetzt den scheiß Hamilton am Anfang. Oh, oder es kracht. Nein, das wünschen wir keinem. Das Ausfall, wünschen Safety Car, alles. Aber ein Boah. paar Regen wäre auch ganz geil. Auf den Koop-Partner warten. So, Die ich Skat aufs starte. Skat. Gleichzeitig so. Erster DTM and F1. Danke. Zweiter bin ich. Dankeschön, ja. Ach, nicht der Rede wert. Dritter Lewis Hamilton, unser Erzfeind. Auf der 4 kommt dann Sebastian Vettel. Auf der 5 kommt dann unser zweiter Konkurrent Push the Button. Sechster Michael Schumacher. Dann kommt Kobayashi Starr. Hülkenberg ist auch mal ins Q3 gekommen. Und Ricciardo auch, 9. Webber 10. Ach ja, weil Rosberg hat die 10 Position Strafe bekommen und startet von 18. Also er ist 8. gewesen im Qualifying. Rennstrategie. Was machst du? Regenwahrscheinlichkeit 0%. Oh, Oh Gott. 17 Runden mit den weichen Reifen, lol. Wie soll ich das schaffen? Benzinstrategie fürs Rennen, was nimmst du? Normal. Wie soll ich denn 17 Runden schaffen? Vorsichtig, normal. Was nimmst du? Nimm normal. Alter, ich hab doch keine Ich auch. 17 Runden auf Weich! Leck mich 22 auf Fahrt. Er leckt mich doch am Arsch! Ich glaube, wir werden zwei in die Box fahren müssen. Auf die Strecke. Rennen beginnt. Oh Gott, schweres Auto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich blende mich in der ersten Kurve. Ich sehe mich schon in der Wand. Wie in Hockenheim, wo das von der Luft war. Hockenheim, Mann, mit Erinnerung. Scheiß Ferrari da vorne. Scheiß Ferrari. Scheiß Ferrari ebenfalls. Haben hier Tonnen. Wo ist denn die Ampel? Ach, da vorne! Wird er gleich auch ge... Plus 7 Runden leckt mich am Arsch! Plus 19 habe ich. Aha! Der Großpreis von Monte Carlo beginnt. Jetzt. Das war eine schnelle Ampel. Sehr schnell. Oh, Philipp, hallo! Oh, was? Lol! Was passiert? Was ist passiert? Alter! Zu spät gebremst! Der flutscht erstmal da rein, ey. Und nur ganz Floris runden. Yippie, ja, ich scheine Backe. Also mein Vollflug ist schon mal kaputt. Detail gesehen. Zeit länger, Boxenstopp. Ich so, what the hell, was ist denn da los? Was macht der da für Akrobatik? Ich dachte, wie in Monte Carlo. Er hat sein Wort gehalten. Ich sehe mich in der Wand. Ich so, wumsch. Sind wir Ice Road Trucker oder was, ey? Bist du schon noch fett? Nein, normal. Ich meine jetzt, ach ja, egal. Oh. Von viel ab. Alle auf die Hälfte. Wir müssen uns jetzt einigen, wer vorne wegfährt. Das müssen wir uns echt einigen. Entweder fährst du jetzt vorne weg oder ich. Also mal gucken, wer schnell eine Runde fährt jetzt. Wer jetzt schnell eine Runde fährt, ist da vorne. Hatte ich noch nicht in der Wand, okay? Beschädigter Frontflügel bei Professor. Stimmt diese Aussage? Ja, vielleicht. Hammond und Button, oh toll. Aber Fahri ist erster, ihr Wichschnitzel. Ah, scheiße Kurve genommen. Komm rum, du LKW. Das kann ihm retten werden, ey. Ja, aber von der Safety Car. Wenn ich meine Reifen schon sehe, ey. Ey, fährst du wieder auf Mager? Nein, warum? Bist du langsam? Ja, ich versuche die ein bisschen aufzuhalten. Damit ich mal wegfahren kann, ja, ja klar. genau. Das ist ja fast.
klar, er sagt es nur so. Er will auch Herr Else wieder aufholen, ist ja ganz klar. Mit den scheiß Reifen, ey, kann am Arsch lecken, ey. Das Ding hält nicht mal 12 durch. Ich würde sagen, ich fahr vorne weg, oder? Ja. Na, der ist bräuchte nicht. Er hält die für mich auf, er ist ein Schatz. Auch wenn ich die 25 WM-Punkte mehr brauche. Oh. Konstrukteurswertung, hallo. Fahrer mit Titel. Na gut, ich mach ja eh 3 Punkte gut. 150 Punkte brauche ich, hallo. Einen Sieg will ich haben, also. Und das wird ja hier nicht sein, wenn du mich am Ende aufholst. Einholst. Aufholst. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber ist ja auch mal aufgefallen, wenn du so Englisch redest, dann stottert man weniger. Kann sein. Also ich stotter sehr oft, hörst du ja bestimmt doch. Und Englisch, wenn ich Englisch rede, dann denkt man ja nach, was man sagt. An dieser scheiß zweite Sektor da, der blendet die letzte Kurve, der dringt mir immer weg. Ey Hamilton! Nicht anschieben! Mach. Nicht kuscheln! Ich darf nicht sehen, toll. Mach ab, was hat denn Hamilton und Button gemacht? Die knutschen zusammen. Oh. Wie Button und Perez. Nee, Räikkönen und Perez, bitte. Wie sehen deine Hinterräder aus? Rot, haha. Nein, Spaß. Hinterräder, warte, sag ich dir gleich. Die sind jetzt schon braun, Alter. Ach du Scheiße, ey. Deine auch? Gelb. Hallo? Gelb. Boah, was mach ich hier für'n Scheiß? Pfann abkürzen die Fresse. Langweilig hier vorne, ey. So geht's mir auch immer. Aber man muss auch jede Saison immer ein schnelleres Auto nehmen, ist ja ganz klar. Okay, Ferrari ist das schnellste Auto im Spiel. Aber ich würde ihn gerne mal in der 5. Saison im Toro so fahren sehen, ja, jetzt ehrlich. Aber nein, Ferrari. Weißt du, eine Kurve, aber nein, die Community hatte wieder mal einen Schienen. So, 5. Runde. Und die Reifen nehmen sehr schnell ab, ey. Fährst du jetzt volle Kanne, oder? Puh! Ich fahr hier... Ich kann das jetzt mal so beschreiben, wie Vettel und Co. das gesagt haben. Man fährt nicht mehr gegen Gegner, man fährt auf die Reifen. Und das ist echt nicht schön. Beim Auto hinter dir ist der Frontflügel leicht beschädigt. Sieht aber nicht dramatisch aus. Wo ist Hamilton? Oh. Wo ist Hamilton? Wo ist Hamilton? Wo ist Hamilton? Ich sehe den Button auf 3. Ach, der ist dahinter. Schade. Ich dachte, da ist jetzt was passiert. Ne, die haben nur Position getauscht. Ich will aufstehen, wo ist Hamilton? Aber das ist besser, wenn der Button Dritter ist. Oh ja. Ich freue mich auf die ersten Überrundungen. Yeah! Du, theoretisch könnten wir eine Zweischrittstrategie fahren. Das Problem ist nur, wir müssen beide den Vorsprung haben. Also ich muss zuerst in die Box rein. Ja. Das heißt, du musst jetzt volle Kanne fahren. Ja, danke.
Wenn du wirklich deine zwei Stops... Soll ich auch fett fahren oder was? Weil ich versuche hier mit den Reifen irgendwie auszuhalten gerade. Boah, Alter, wie der Button hüpft im Tunnel, ey. Na, push der Button halt. Boah, Polle mitgenommen, ah, gedreht, scheiße. Nee, oder? Doch. Du schießt. Ficken! Ja, Trümmerteile liegen hier nicht, aber gelbe Flaggen, grüne Flagge. Was kannst du wirklich? Ja. Toll, ganze 5 Sekunden verloren, ey. Ich glaube, ich fahre schon Runde 10 oder so in die Boxen rum mit den harten Reifen. Denn. Weil die sehen nicht mehr ganz gut aus. Die sehen schon verranzt aus. Wie sehen deine aus? Nicht mehr schön. Schon orange? Warte. Oh ja. Ein helles Braun haben sie schon. Tendiert eher zum Dunklen. Mal gucken, ob ich jetzt mich wieder wegdrehe. Beim Poller habe ich nämlich den Kopf zu weit genommen und dann habe ich mich gedreht. Der Vorsprung auf deinen Verfolger beträgt weniger als eine Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen. Hast du ein Thema, was man vielleicht ansprechen könnte? Nee, also in Monaco kommen wir nicht mit Thema an. Ja, kann er die ganze Zeit ruhig sein. Wenn ich einen Fahrfehler machst, dann bist du in der Wand drin. Ist halt so. Und ich muss mich auch darauf konzentrieren, den Reifen zu schonen. Macht Spaß hier hinten, ne? Kommen bald Überrundungen? Nein, das dauert. Lange nicht. Ja, ich hab die ganze Karte, weiß ich, wo ich sehe, wo der letzte Fahrer ist. Du weißt doch, wo ich bin. Ich bin mir richtig froh, wenn wir nachher die letzten so 5 Runden so ein teaminternes Duell nachher haben. Na, da hätten jetzt auch schon 12 Sekunden stehen können. Aber nee, haben mich ja da gedreht. Auf jeden Fall entwickelt sich die Kurve sonst immer zum Positiven hin. Ja. Willst du nicht ein bisschen Abstand rausfahren auf die? Nee. Am Monaco ist ein alljährliches Fest hier. Wenn die Formel 1 ist, dann sind ja alle Stars da. Die wollen unbedingt ihre Stars sehen. Also beide McLaren haben einen Schaden am Frontflügel. Dann müssen sie auch wohl in der Box ein bisschen länger stehen. Ja, guck mal, wenn man einstellen könnte, dass man nur die Reifen wechselt und nicht zerstört den kaputten Frontflügel. Das wäre mal kurz so. Kennst du F1 2006 auf der PSP? Nee, da kannst du es bestimmt einstellen.
Nee, da war es so, beim Boxenstopp musstest du verschiedene Tastenkombinationen drücken, und so schneller du drückst, umso schneller der Boxenstopp. Wenn, wenn du eine Taste verrückt, nicht, also zu schnell zum Beispiel drückst, dann musst du immer 3 Sekunden Strafe stehen nochmal dafür. Brauch mindestens 20 Sekunden für den Boxenstopp. Damit ich irgendwo rauskomme, wo kaum Verkehr ist. Oder ich vor dem Verkehr lande. Boah, die sind schon komplett rot, ey. Eine Runde Meigner. Dann auf welche Reifen weich? Weiß ich nicht, soll ich hart oder weich gehen? Gehen wir auf hart, damit ich hier schon mal das habe. Ja, okay, jetzt haben wir auch Angst, dass wir die Reifen nämlich zu. Dann zeigt mir, dass ich schon ziemlich. Okay, ich fahr jetzt rein in die Runde. Reifen hart. Boah, tut deine Hände auch wieder weh? Nee, überhaupt nicht. Aber nicht schon, weil ich hier Vollgas gebe, ey. Boah. Ah, okay, ich fall dran. Ein bisschen tanken. Beim Brötchen. Kaffee. Los, Codemasters. Ferrari Box, mach was. Gehst du noch? Jetzt fahr ich raus. Ricciardo 5. LOL. Mitten im Verkehr raus, ey. Ach, das ist hier Weber, hallo! So, jetzt bin ich 13. So weit zurückgefallen. Wenn ich mal so ein bisschen schneller fahre, dann würde ich ein bisschen profitieren vielleicht. Der Weber ist ziemlich langsam. Wenn sie in die Box fahren, haben sie keinen Vorteil. Button nicht anschieben. Oh, jetzt Duell gegen Mark Webber, aber nicht. Nee, oh, ja, bist du. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja. Warte doch einfach, bis die alle in der Boxengasse fahren. Ja, okay. Dann bist du eh wieder vorne. Und dann musst du aus den Reifen alles geben. Das heißt, schon die Reifen lieber jetzt. Auf einer Distanz. Und push dann, wenn du wieder vorne bist. Weil ich fahre hier vorne eh keine schnellen Zeiten. Ja, okay. Was? Dreher? Nee, aber ich muss die Schikane abkürzen. Warum? Achso. Sonst wäre ich Button reingefahren. Der war nämlich neben mir.
Ich muss meinen Kers anders verteilen. Alter Button, du schiebst! Wenn er dreht, hat auf jeden Fall eine Strafe nachher, 20 Sekunden Strafe. Ja, okay. Aber auf jeden Fall Monaco so schwer zu wollen, kannst du nichts machen. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr, sehr wenig erzähle. Du erzählst so wenig. Du machst gar nichts. Ja, weil ich mich so sehr auf das Reifenschonen konzentrieren muss. Das ist dann wohl nicht so schwer, ein bisschen Reifen zu schonen. Das sagst du so einfach, ey! Ja, warum muss man denn da beachten? Nicht so auf den Curb mitnehmen? Ich weiß nicht. Ne, du musst mit deinem Gasfuß noch vorsichtiger agieren. Deine Räder dürfen zum Beispiel gar nicht mehr durchdrehen hinten. Und das im tiefen Gang. Versuch dich abzusetzen. Ja, okay. So, jetzt versuche ich mich aber ein bisschen abzusetzen. Bist du jetzt über das Fahrenziel? Fahrenziel. Bin jetzt auf Fahrenziel. Kann hier einfach mal so ein fetter Crash hier entstehen? So, gleich musst du in die Box, oder? Ja, in zwei Runden. Cool, dass du hältst die alle auf. Ich kann alle locker überholen. Wenn man hier überholen könnte. Ich meine, dann, wenn sie alle in der Box sind. Man muss auch auf ihre Reifen aufpassen, dass sie nicht alle Runde 16 und 17 ein, sag ich dir. Was ist deine schnellste Rennrunde? 1:17.616. So, jetzt brauche ich Räuber, das ist mir echt zu langsam jetzt. So. Keine Berührung überholt. Auf jeden Fall die erste Rennhälfte so ein bisschen sehr ruhig auf jeden Fall. Sehr, sehr ruhig, ja. Nachher wird Philipp dann ein bisschen mehr bestimmt reden. Wenn er seinen Boxenstopp erledigt hat, der in der nächsten Runde folgt. Ich habe 7 Runden extra Sprit am Boy, ich weiß gar nicht, wann ich das einsetzen soll. Ich habe 6 Runden noch. Da musste ich wieder meine Schikane auslassen. Mensch, Kinder. Mach einen Button da mit dir. Der macht gar nichts mehr, ich habe jetzt 3 Sekunden Vorsprung. Was sehr gerne komme ich am Ende dieser Runde rein. Man muss aufpassen, kommen sehr viele rein. Ich oh, das ist knapp, ey. Da ist mein Olinga! Entschuldigung. Alter. Hätte sich verbremst in der ersten Gruppe, ich konnte überholen, okay. Nächstes Wern. Da bist du, okay, schon. Tunnel. Ja, sehe ich, du bist schon weiter, bisschen vorne.
Also, wenn man jetzt die Reifen schon will, darf man nicht sofort jetzt im Kurvenausgang Kehrs einsetzen. Erstmal warten, oder? Ja. Gut, ich habe eins dazugelernt. Und nicht sofort auf Vollgas. Ich weiß, dass ich ihn überholen muss, aber verehre ich an die Box rennen, Mensch, Kinder. Mein Gott, was ist hier los? Runter damit, rauf damit! Die 3 Sekunden habe ich extra nur für den scheiß Frontflügel. Wang bleibt draußen. Hamilton bleibt draußen. Wo bist du? Ah, okay, da bist du gerade gefahren. Aber Wang überholt. Bin Zweiter, wo bist du? Erster? Nee. Fünfter. Ja, ich passe auf meine Reifen auf. Okay, Wang war nicht in der Box. Also... Lol. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Ich weiß, dass ich gut mache, dankeschön. Zwischen dir und dem Auto 20 Runden, ey, Gott. Da bist du, okay. Jetzt fährst du rechts auch rum, oder? Jetzt fahr ich in den Tunnel rein. Okay, da bist du. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Ja, jetzt geht's auch mehr reden, hä? Ey, wo ist denn der Button hin? Wo ist der Button? Ja, das sieht ja vollkommen aus. Komm, um die Kurve, komm, um die Scheißkurve. Oh! Fährt 6,6 Sekunden Vorsprung auf dich. Grosjean Vierter. Ja, Mann, das ist gut für uns. Der war aber nicht in der Box. Nee? Nein. Ach, Lappen. Du musst nämlich einen guten Vorsprung auf Hamilton rausfahren. Wir beide natürlich. Meine Hände tun weh. Bist du auf schnellster Runde Kurs? Ja. Jo. 16,9 16,6 Na! Gut gemacht, das war die schnellste Rennrunde. Das Problem ist, du musst noch einmal rein. Wie sehen die Reifen aus? Alter, also mal. Und du hast 12 Sekunden auf Hamilton. Wenigstens ein Doppelsieg oder erster, zweiter wäre natürlich richtig geil. Reifen sehen, okay. Orange. Wann warst du in der Boxengasse? Welche Runde? Boah. Runde 12 oder 10? Das heißt, du fährst jetzt 8 Runden auf den harten Reifen. Ungefähr. Und wie sehen die aus? Orange. Also die Vorderreifen war ja nichts. Kaum was. Und die Hinterreifen sind schon so orange. Okay. Gut, dein Rückstand auf das nächste Auto beträgt etwa 6 Sekunden. Gib Gas, dann kann also hier aufnehmen, also abends, so spät abends gewinnen, aber muss man 9 Schule nicht machen, ey. Da ist ein Lernen. Deswegen nehmen wir jetzt, versuchen wir den Sommerferien sowas von fair aufzunehmen. Das Gute ist, hast du einen Sommerferien eigentlich denn? Oder nee, ich oder? Hab Urlaub. Ich hab sowas wie Ferien gar nicht mehr. Das kennst du ja nicht, wahr? In Baden-Württemberg, da beginnen die erst, was weiß ich, Ende Juli oder so, die Sommerferien.
Du hast 13,3 auf Hamilton. Okay. Und der hat 7,2 Rückstand auf dir. Ja. Deswegen kann ich dir diese Zahlen ja auch nennen. Ja, ich sehe es auch jetzt. Das ist gut gemacht von Cold Masters. Dass auch die Zahlen von der Rückstände von denen. Oh, die ersten Überholungen stehen bald an. Der ist doch fett. Ja, warum? Mach ich nicht mehr. Und das 17 Runden zu fahren. Okay, eine Zehntel verbessert, sind wir etwas verbessert. Ah, mir hast du auch vor jetzt auf jeden Fall. Du könntest natürlich Was? Nee, das reicht nicht. Du musst doch ein paar Runden mit den Reifen fahren, das klappt deine Zweischrittstrategie nicht. Ja, mal gucken, was ist hier. Ich muss gar nicht schließen, diese 5 Sekunden. Ja, Hamilton, der fährt total langsam denn, also. Das wird hier wohl ein Doppelsieg werden. Du fährst auf Fett. Oh Mann, wo weißt du das? Weil mir gerade der Renningenieur das sagt. So ein Lappen. Wie viele Sekunden verliert man hier im Boxenstopp? Also ich hatte 20 vielleicht, 22. Aber zieh den Frontflügel ab, oder hast du wieder einen Beschädigten? Hab keinen beschädigt. Zieh dir mal 3 Sekunden ab. Nein! Oh. Ficken. Scheiße. Aber voll in die Wand rein. Ja, die Kurve ist blöd. Wenn du zu viel Gas gibst und die Reifen sind im Arsch, dann sagt da die Wand von Perez hallo. Oh! Was war jetzt? Ne? Ich war zu lange auf der Bremse, da meint das Auto kurz zum Übersteuern, was man ja hier überhaupt nicht gebrauchen kann. Da habe ich es doch richtig abfangen können. So in der ersten Kurve gefährlich, wenn da mal ein bisschen zu wie in der ersten Kurve, in der ersten Runde. Ja, aber du hast zu spät, ich habe einfach zu spät gebremst. Dann ist das Auto gleich quer gestanden, das hätte man bei dir sehen müssen. Ja, haben wir gesehen. Und dann war, schlittert dann war, wie ein Schlitten. Und dann war ich in der Wand drin. Ach, waren sie ein Traum, ey. Ich habe gedacht, das reicht noch irgendwie, aber... Das heißt professionelles Reifen schon. Auf jeden Fall wird es bestimmt auf dem Podiumplatz für mich reichen, denn ja, für Dritten sollte das schon reichen. Wir müssen gucken, ob die KI sehr viel verliert durch... Schon wieder hier, meine Fresse! Aber ich bin nicht die Wand gedutscht. Nee. Dass die KI viel durch die Überrundung verliert. Hier, wie eigentlich auch. Wir müssen gut haben, dass wir die KIs denn auf der Stadt Ziegerad haben, dass wir allen einen Ruck überholen können. Überrunden können. Ich würde sagen, du musst deinen Boxenstopp vorverlegen, damit du keinen überrunden musst. Weil sonst verlierst du zu viel Zeit. Die Runde 28 rein, oder? Du bist jetzt wie viele Runden auf den Harten unterwegs? 13, 14. Wie lange meinst du brauchst du noch? Dann hast du die Gruppe da vorne? Ah, nicht mal eine Runde, bestimmt. Ja, dann fahr doch rein. Und fahr rein und nimm die Harten. Harten?
Ja, die harten. Warum? Mit den weichen kommst du keine 15 Runden. Ohne aggressiv zu fahren. Deswegen nehmen die harten dann ganz aggressiver fahren. Wenn Hamilton dann E-Zeit verliert, der fährt ja auch auf hart, so musst du denken. Ja, okay. Ich überrunde sie jetzt eigentlich schon, ey. Fahr rein und nimm die Yard, so dass du keine Zeit da verlierst. Weil wenn Hamilton dann aufschließt auf die Gruppe, dann kannst du vielleicht schon hinten dran sein und irgendwie mit DRS oder irgendwas anderes kontern. Weil ich brauche nur 3 Sekunden. Okay. Ach, Mann! Los! Hallo, ey, guck mal, da ist irgendwas passiert, Unfall ist da passiert hinten. Was ist ein Unfall passiert da irgendwo? Ist da auf der Karte irgendwo ein Unfall? Du hast 3 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Ja. So, jetzt pushst du auf ihn hin. Chat, und let's go. Hinter mir ist Button 4 da. Ich glaube, Team Tennis Team würde dann wieder gleich ganz sein. Oh, ganz tolle Kacke, ey. 7 Sekunden, aber fahr trotzdem auf. Fahr diese 7 Sekunden zu. Ne, ich versuch mein Glück, Mensch. Meine Reifen sind frischer. Ich fahre jetzt ungefähr 10 Runden seit ihr damit gefahren. Komma 6. Den krieg ich locker. Oder ist drin wieder so doof denn? Du müsstest so weit vorne, kannst du was sagen. Bist du dann überrunden? Ja, gleich. Ganze Kern kann ich in den Tunnel kriegen. Ja, blaue Flanke kriegt er schon. Ja, einen auf langsam macht er auch schon. Also ganze Kern habe ich nichts verloren. Der nächste ist nochmal ein HRT. Della Rosa. Ja. Cool wäre, wenn diese ganzen Mods F1 2013 macht, wenn die kooperativ, also könnte man die auch kooperativ fahren. So, ich habe an beiden KHTs keine Zeit verloren. Ah, da wird Hamilton Zeit verlieren. Kann sein. ...4,6. Sehr schön. Also ich fahre momentan 1,18er Zeiten. Die fährt auch ungefähr der Hamilton. Ja, 1,18er Zeiten. Ich fahre 1,16,8. Gut, das ist ein gutes Tempo, das versucht das beizuhalten. 4,2. Leute, das ist Strategie vom Allerfeinsten hier. 3,9. Aller DTM-Feins. Also ich warte lieber eine Kurve mehr, bevor ich die überrunde. Oh, das war die Wand. Auf in die Wand. Wer wird Millionär? Einen habe ich gleich da vorne. 2 Runden habe ich hin. 7 Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 7 Sekunden. 2,7, einen kriegst du. Erste Mal in der Saison, dass ich hier mit einem No-Rock hole.
Schnellste Runde. Kannst du gerne haben. Die werde ich nämlich nicht unterbieten können mehr. Muss bloß aufpassen über Runden, ey. Und beim Überholen. Genau. Also ich muss so nah wie möglich an Hamilton rankommen. In der DRS-Zone. Du musst ihn dann zwingen, Kampflinie zu fahren. In den, für die, in den Blick auf die erste Kurve. Dann hast du eine gute Chance. Dann musst du versuchen, die Kurve außen zu fahren. Ja, KTK, lass mich nicht vorbei, ey, boah. Oh Gott, mit der ist es anbremsen. Da bremse ich lieber einmal zu früh, ey. Ja, ist okay. 2 Sekunden. Herr Mittner hat Della Rosa aber runter, ich bin nicht gleich dran, ne? Da hat Platz gemacht, sehr schön. Eine große Lücke. Hast du schon mal welche wieder überrundet? Ja. Wer sind die nächsten gewesen? Glock war das jetzt nicht. Wann habe ich das gerade überrundet? Pick habe ich jetzt in dem Tunnel überrundet. Ohne Zeit zu verlieren. Hamilton fährt mit voller Drehzahl. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Den Burschen habe ich gleich. Nur 0,4. Die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7 Sekunden. 0,2, jetzt bis im DS-Fenster. Ja, aber ich habe nicht überholt. Wäre zu gefährlich geworden. Da war ich immer noch eine Runde. So, jetzt überhole ich die nächsten Kovalein. Und Petrov. Nein, Mercedes. What? Ah, Rosberg. Du komm allein im Tunnel vorbei. Komm hier mitten, ich krieg dich. Wir machen also ein bisschen gerade Radio, kann das sein? Radio. Ja, hast recht, ist Rosberg. Und dann kommt Glock auf 18. Kein DS bekommen, okay. Rosberg vorbei. Ich glaube, du fährst gerade so nah an Hamilton, wie ich das im Training gemacht habe. Aber gut. Na komm, wir gehen wieder runter auf. Aber Fett bringt es nicht zu fahren, wollen wir mal auf Standard genauso rein. Glock, bitte fahr die nächsten zwei Kurven auch noch. Fahr die nächsten zwei Kurven auch noch! Danke! Hamiltons Reifenfahren zu schwächeln. Einen kleinen Querstehen gehabt gerade. So, ich habe jetzt alle überrundet. Und voll ist ein freies Feld, ne? Und Glock ist der Letzte. Boah, Hamilton, was ist so langsam hier rum? Hafenschikane. Boah, ich komme einfach nicht voran, ey.
Hebt ihr das Kers für die Skat und Zielgerade auf. Pull und hau alles raus, wenn du das DRS offen machst. Und dann neben ihn setzen. Das ist die einzige Chance. Also versuch dran zu bleiben, ohne Kers dabei zu verwenden. Und dann alles für die Skat und Zielgerade. Jetzt werden die Zuschauer sagen, oh, das hört sich so einfach an. Ist es aber nicht. Ja. Also beim, also ich habe schon den Monaco Fluss gerade bei mir hier drin. Deswegen kann ich nicht mehr so viel erzählen. Mach das. Kann Moich ein bisschen Strategietipps geben. So, ich hab den Poller zum ersten Mal mitgenommen, glaube ich. X und Keks. Die Lücke zum Auto hinter dir beträgt zurzeit 7. Ja, Moment, wieder mitgenommen. Ja, jetzt hab ich ihn wieder. Oh, wie geil. Oh, geil, Mann. Hintermann mit Standarddrehzahl. Hat der Trick geklappt? Nee. Kovalainen war rechts an der Boxenmauer, Hall musste nach links, ich bin zwischen beiden durchgefahren. Ja, okay, oder so. Oh. Das Überholmanöver, das muss ich mal ansehen, ey, das Überholmanöver. Oh ja. Die standen beide so, Hamilton ein bisschen weiter hinten, Herr Kovalainen ein bisschen vorne, ich bin einfach zwischendurch. Jetzt fahrst du aber nicht bei den Überrundungen. Nee. Verteidige dich einfach nur noch gegen Hamilton. Ach so, ach, der kann nicht. Wow, Glock, ey. Ich will nach links überholen, er zieht nach links, meine Fresse. Ah, du bist schon bei Glock? Beim letzten? Na, ich bin schon bei Runde Glock. Gut. Dann heißt es, jetzt nur noch sicher nach Hause fahren. Der kommt so schnell nicht mehr ran. Es riskiert aber nicht zu viel, um nochmal abzufliegen. Nein. Die Reifen sind vollkommen okay, die sind nicht mal richtig braun. Weil ich fahre nur noch 1,18er Zeiten. Ja, mal gucken. Du, ich mach dir zu, da kannst du aber stark von ausgehen. Ich bin. Nein, Spaß. Letzten paar Runden hier im Fürstentum vom Monaco. Spannendes Rennen auf jeden Fall. Ja, vor allem mit zwei unterschiedlichen Strategien sind wir gefahren. Weil er zum Erfolg geführt. Meiner zum Erfolg geführt. Mhm. Wenn du dich nicht gedreht hättest die ganze Zeit, wäre deiner zum Erfolg geworden. Wow. Okay, jetzt bin ich mal 1,17,6 gefahren. So, noch 4 Runden. Ich schwitze wie eine Sau. Nächste Icke. Deswegen nehmen wir auch nur ein Rennwochenende an einen Tag auf. Und nicht gleich 1 Million Dinger. Alter, wie viele Stunden ich heute Formel 1 aufgenommen habe, ey. Mindestens 4, ey. Das ganze USA-Rennen 100% habe ich auch noch aufgenommen. 100% Regen. Ja, 100% Regen. Na gut, bis das hier draußen ist, das Rennen schon lange vorbei. Da beginnt schon die 5. Saison, ey. So. Gedreht? Vorsicht, die Poller-Schikane. Wir haben es da nicht so lange. Ja, ich hab's
gemerkt. Noch 3 Runden. Dann werden 15% Monaco abgeschlossen. Die schwerere Hälfte. Schwere? Ja, klar, mit vollem Tank, hallo? Ich sag nur ganz am Anfang bei mir. Ich bin schon auf die Kommentare gespannt. Oh, was war denn das? Tja, Leute, man kann sich auch verschätzen. Vor allem, wenn man der Erste ist für die erste Kurve. Ja, und dann war ich Erster. Da hatte sehr viele Führungsrunden. Aber wichtig ist die Position 1 und 2. 43 wertvolle Punkte. Du klaust dem Hamilton noch 3 für die Fahrer-WM. Wenn er so blöd ist und fliegt dann irgendwie noch ab. So, den Paul habe ich auch mal zum zweiten Mal mitgenommen. Insgesamt holst du auf Hamilton 10 Punkte auf. Ja. Ne, ich baue meinen Vorsprung aus. Ich hol nichts auf. Du baust die Punkteführung immer aus, klar. Noch 2 Runden und ich schwitze immer mehr. Ne, das holst du nicht mehr auf. Ich fahr ganz normal, ich fahr nicht mehr auf Fett. Mich auch nicht. Mein Auge juckt schon wieder. Nein! Ey, ich werde noch sehr viel von Form 1 sehen. Das war jetzt eigentlich mehr so Strategie-Ecke. Strategie-Ecke in Monaco. Sowas gibt es nur bei uns. Was war deine schnellste Runde? 1:16:05. Komm, die gehört dir. Das ist mir auch egal. Warum wolltest du das jetzt wissen? Wollen wir wissen. Fährst du nochmal richtig aggressiv jetzt, oder was? Du bist doch ganz normal. So, hoffentlich letzte Runde von Monaco. Dann ist das schlimmste Rennen erstmal vorbei. Und zwei kommt denn. Singapur. Jetzt mal durch die Schwimmbadschikane. Was machst du denn jetzt? Oh wow. Du bist echt alleine gefahren. Richtig da. Du bist am Ende so langsam gefahren, ich hab mich noch einen Querstern nochmal gehabt. Ja, ich wollte, dass du dicht beieinander bist, dass ein schönes Siegelfoto entsteht. Oh, meine Hände, ich kann meine Knochen nicht bewegen. Okay. Doppelsieg. Was, Ricardo auf die 5? LOL. Okay. Wir schreiben den großen Preis von Monaco. Erster, geworden DTM mit der Feind. Herzlichen Glückwunsch. Yeah! Zweiter bin ich. Danke, danke, danke. Dritter, Lewis Hamilton. Auf zwei unterschiedlichen Strategien sind wir gefahren, das muss man erwähnen. Hat sie mal fast eingeholt, also ja. Also zwei Runden mehr hätte ich gehabt. Nee, ich hätte ja so hart gekontert, ey. Ich hab abgeschossen. Ich hätte nur 6 Runden Benzin, ey, Überschuss. Was?
Dritter Lewis Hamilton, vierter Jensen Button, fünfter Daniel Ricciardo stark. Sechster Kamui Kobayashi, wirklich auch stark. Siebter Nico Hülkenberg. Achter Sebastian Vettel, auch er startet immer von sehr weit vorne, ja, aber verliert immer sehr viele Plätze. John Hick werden auf der neuen beide Tore aus den Punkten, nehmen insgesamt 12 Punkte mit. Und den letzten Punkt bekommen Michael Schumacher und Kimi Räikkönen und Marco Rosberg nicht in die Punkte. Das haben wir noch. Das ist keiner. Ausgestellt. Fire-BM. Ich bin Fünfter. Ja. Okay. Hamilton und Button wird schwer ankommen sein. Wird schwer anzukommen sein. Du führst mit 37 Punkten. Konstrukteurswertung. Bam! 6 Punkte Führung. Ja! Die Fosi drehen durch. Der Mittelfinger. Ja! Yeah. Den habe ich gemacht, das hat nur keiner gesehen. Den mache ich immer, ey. Yeah! Und das hast du wirklich mit seinem Abwerfen. Geil! So. Aus 10 Punkten Rückstand haben wir 6 Punkte Vorsprung gemacht. Yeah! Und die schnellste Runde geht an... Molchan. Ja gut, das war mit deiner Strategie auch einfach. Wenn der jetzt nicht jubelt, ich raste aus. Ja, er jubelt wenigstens. Sieg! Ja! Der da oben steht, ist ein Lappen. Ja! Ach, kein Abklatschen. Was? Scheiß Codemaster. Online-Abhängigkeit freigespielt. Yes! Hast du freigespielt? Online-Aktivität, irgendwie, wie hieß das so? Oh, das sieht schon so dunkel aus in Montreal. Oh, oh Gott. Willst du ein Regenchaos-Rennen? Willst du ein normales Rennen? Oder willst du ein Safety-Car-Rennen? Und? Nein. Ja! Yes! War Training. Und wir haben auch ein Ziel, Forschung und Entwicklung. Aber? Wunderbar, fang mal an. Unterbiete über drei Runden, durch die Rundenzeit, während du einen neuen Hack führst. Oh Gott. Okay. Gut. Dann was ist für ihn? Für den Part, ja. Das ist ein geiler Rennen, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War jetzt nicht actionreich, aber war strategielastig. Bei mir war es spannend am Ende nochmal mit Hamilton. Aber meine Wohnung war grandios, ey. Muss wir angucken. Das zeige ich dir bei Bildschirmertragung. Muss ich sehen. Und wir verabschieden uns dann einfach mal und sagen... Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.